Berolina Stralau gegen BFC Dynamo, Landesliga gegen Regionalliga. Die Favoritenrolle also klar verteilt. Dynamo in den vergangenen 7 Jahren mit 4 Pokalsiegen. Mit diesem Anspruch wäre ein Ausscheiden in der 3. Runde natürlich eine riesige Enttäuschung. Der BFC in Weinrot von links nach rechts und von Beginn an bemüht aber mal so gar keine Zweifel aufkommen zu lassen. Keine 10 Minuten rum. Ronny Gabuszewski, schickes Ding 1:0 für den Favoriten. Kalte Dusche für Stralau. Natürlich ist es klassischerweise als Underdog immer dein Ziel, die Partie so lange wie möglich offen zu halten. Ein früher Rückstand hilft dabei natürlich nicht so wahnsinnig viel. Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen. Klasse Kopfball, aber auch ganz stark reagiert von Keeper Tobias Walter Born. Aus dem Spiel heraus bei beiden Teams eher Ebbe, also nach wie vor Standards das Mittel der Wahl, jetzt mal auf der anderen Seite, allerdings offensiv vollgepfiffen von Schiri Philipp Kutscher. Trotz des Rückstandes, die Stralauer tief hinten drin, verteidigten über weite Strecken sehr kompakt. Nach der Ecke landet der Ball im Tor, der Pfiff aber deutlich abseits. Zur Pause also noch Hoffnung bei den Gastgebern. Die Freude darüber sollte allerdings nicht allzu lange halten. Gut 50 Minuten gespielt. Daniel Schaal im Strafraum wird umgeräumt. Referee Kutscher zögert keine Sekunde. Strafstoß. Zur Abwechslung jetzt also mal eine Gelegenheit aus einem ruhenden Ball. Gabuszewski mit aller Klasse, mit aller Routine zum 2:0. Zweites Tor der Partie für ihn auch in der Liga ist der mittlerweile 33-jährige Routinier mit 5 Treffern aus 10 Partien derzeit ziemlich gut drauf. Die Standards heute in der Partie für den BFC, der Dosenöffner, dass sie eigentlich auch richtig gut kicken können. Das sieht man hier, Lukas Brumme, ein richtig schicker Abschluss einer richtig schicken Kombination. Brumme, erst 20 Jahre alt, vor 2 Jahren noch in der A-Jugend von Dynamo unterwegs, hat den Sprung in den Herrenbereich geschafft. Schon in der vergangenen Saison mit 18 Regionalligaspielen. Der Widerstand von Stralau nahm jetzt immer mehr ab, dafür der BFC mit einem echten Klassiker. Freistoß Gabuszewski, Tor Gabuszewski, 4. Tor für die Gäste, 3. Tor für Dynamos Nummer 10. 7 Bundesligaspiele für Fortuna Düsseldorf stehen in seinem Lebenslauf. Dazu kommen etliche Partien für Cottbus, für Chemnitz und Rostock in Liga 3. Die individuelle Klasse von Ronny Gabuszewski, die zog Stralau heute den Zahn. Der Drops mittlerweile jetzt natürlich vollständig aufgelutscht, quasi direkt nach Wiederanpfiff. Die nächste Gelegenheit, Gleis auf Boligi, 5:0. Jetzt wurde es richtig bitter für die Heimmannschaft. Trotzdem Respekt an Berolina Stralau, trotz des frühen Rückstandes, lange dagegen gehalten, gut verteidigt, um an der Sensation zu schnuppern, fehlten allerdings die offensiven Impulse. Am Ende also ein doch sehr deutliches Ergebnis, der BFC Dynamo siegt mit 5:0, zieht natürlich verdient ins Achtelfinale ein, BFC-Coach Christian Benbenek zufrieden mit seinem Team, aber auch mit Lob für den Gegner. Wie gesagt, den Anfang muss man erstmal machen, ja, weil Berolina Stralau das wirklich toll gespielt hat, defensiv. Und am Ende, denke ich, haben wir unsere Stärken dann ausgespielt, dann nochmal mehr Beweglichkeit ins Spiel gebracht über unsere Wechsel, die wir gemacht haben. Und daher können wir absolut zufrieden sein mit dem Auftritt. Die Stralauer feiern trotz des Ausscheidens für den BFC das Spiel am Ende nur ein kleiner Schritt auf dem Weg Richtung Finale. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.